Hallo und herzlich willkommen bei Württemberg TV. Heute sind wir mal ein bisschen für Sie in der Natur unterwegs, ein bisschen im Wald und wollen noch einmal, wie auch schon in den vergangenen Tagen, einfach ein paar Impressionen für Sie zu Hause einfangen, damit es doch nicht ganz so langweilig wird. Ich hoffe, Ihnen haben die letzten Videos aus der Natur gefallen. Wir bemühen uns natürlich stets, neue Sachen zu posten, dass Sie daheim auch ein wenig Abwechslung bekommen. Natürlich gestaltet sich das in diesen schwierigen Zeiten auch für uns schwierig, wenn keine Veranstaltungen sind, keine Märkte, ja, dann können wir auch nicht groß berichten. Wir können natürlich berichten über die Natur, wir können berichten über die aktuellen Corona-Zahlen und die Entwicklungen mit den Verordnungen, die das Land Baden-Württemberg, aber auch die anderen Bundesländer auferlegen. Wir möchten Sie aber ermuntern, weiterhin sich an die Verordnungen des Landes Baden-Württemberg zu halten. Es ist für uns alle schwierig und wir müssen uns alle dran halten. Es ist auch für mich oder für uns bei Württemberg TV sehr schwierig, uns dran zu halten. Wir können manche Dinge nicht so machen, wie wir gern möchten, weil wir einfach personell nicht mit so vielen Leuten vor Ort kommen können, wie es die Verordnung eigentlich vorsieht. Wir halten uns deswegen auch sehr streng daran. Sie sehen heute, ich habe ein Bild gefertigt für Instagram und Facebook. Sie sehen, ich bin heute ganz alleine unterwegs. Normalerweise besteht unser Team aus einem Kameramann, einem Reporter und einem Tontechniker. Heute aber bin ich alleine unterwegs. Das hängt natürlich mit der Corona-Verordnung zusammen. Deswegen, stay at home und bleiben Sie bitte alle gesund, liebe Zuschauer. Wir bemühen uns, so oft wie es nur geht, kleinere Beiträge zu veröffentlichen, damit Sie daheim etwas Abwechslung haben. Nachfolgend wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Bildern aus der Natur.